Ja, meine Lieben, und hier ist er wieder, eure Anni und der Alex direkt neben mir und wird gerade von der Lenny gekrault. Ja, das ist jetzt ein Update-Video wieder. Ich weiß nicht, ob ihr unser letztes Video schon gesehen habt. Da haben wir die Landlust ja das erste Mal wieder geritten, nachdem sie so lange mit dem Bauch krank war. Und ja, die Nachrichten reißen leider nicht ab, ne Alex? Mhm. Wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Nein, zum Lachen ist das Ganze nicht. Dieses Video soll erstens darum gehen, was wir jetzt weiter auf diesem Kanal vorhaben, denn da gibt es noch ein super neues Update. Und dann soll es nochmal um Lendys gesundheitlichen Zustand gehen, denn der ist im Moment leider nicht ganz so gut. Ja, und wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, Anni und ich waren ja wieder auf geheimer Mission unterwegs letztens. Oh ja. Da haben wir jetzt wieder einen neuen Song aufgenommen. Der wird dann auch jetzt bald, ich weiß nicht, wir haben jetzt demnächst erstmal vor, das Musikvideo dazu dann irgendwann zu drehen. Genau, und dann gibt es wieder ein neues Musikvideo. Genau, und dann werdet ihr den Song natürlich dann hoffentlich auch sehr bald wieder hören können. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die ersten Trailer sind, glaube ich, auch schon raus. Ja, ne? wir haben ja einen TikTok aus dem Tonstudio gemacht. Genau. Und wir haben ja, wir waren ja im Tonstudio und das Video, das verlinken wir euch hier jetzt nochmal wieder in die Infobox. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und Alex, haben wir wieder die gleiche Crew oder machen wir es diesmal mit anderen Leuten? Nein, wir haben, glaube ich, wieder mehr oder weniger die gleichen Leute dabei. Es ist wieder die Anna aus dem ersten Video dabei, die war ja im zweiten Video, glaube ich, nicht dabei. Genau. Die Alina Lorenz will das Ganze wieder filmen, wie immer. Die ist ja schon bekannt bei euch, hoffe ich mal. Die hat es ja das letzte Mal auch immer gut gemacht. Und ja, viele fragen sich natürlich, warum macht ihr immer mit einer selben Kombo einen Musikvideodreh und warum auch mit ähnlichen Darstellern? Also es kommen immer mal wieder neue dazu, aber wir haben eine alte Crew behalten. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache, mit einer festen Crew so ein Projekt zu machen. Und ich habe mich auch diesmal wieder dafür entschieden, mit Alina Lorenz zusammen zu drehen, weil das hat die letzten Male so unheimlich viel Spaß gemacht. Und ja, Alex, wird dieses Lied nur um Pferde gehen? Nein, dieses Lied wird nicht nur um Pferde gehen. Das wird, glaube ich, hauptsächlich. Ruhig! Genau, mach nur Lärm melden. Das geht, glaube ich, diesmal um ein etwas anderes Thema hauptsächlich. Ja. Natürlich kommen auch Pferde drin vor. Das ist ja unumgänglich bei uns, ne? Genau. Pferd. Aber das Thema ist etwas, was euch alle interessieren dürfte. Mehr wird erstmal nicht verraten. Genau. Und jetzt soll es nochmal um die Lendy gehen. Ja, meine Lieben, und jetzt geht es leider nochmal um die Landlust. Sie hatte ja die ganze Zeit mit ihrem Bauch die Probleme, mit dem Blinddarm, mit Aufgasungen und so weiter. Und ihr habt ja im letzten Video gesehen, da sind wir sie dann das erste Mal wieder geritten, der Alex. Und Alex war soweit ganz in Ordnung, ne? Ja, ich konnte galoppieren, ohne dass er mich abgeworfen hat. Scheint wieder besser zu sein. Ja, und dann waren wir ein paar Tage später nochmal da und Alex, magst du mal erzählen, wir haben sie dann longiert und was ist da dann gewesen? Ja, da haben wir dann eine leichte Lahmheit im Spatzgelenk festgestellt. Ich glaube, auf der hinten links. Also wir haben sie nicht festgestellt, so gut sind wir noch nicht, aber... Naja gut, wir haben es aber gesehen, dass sie hinten links lahm ist. Und dann haben wir den Tierarzt wieder gefragt und der meinte, es wäre wahrscheinlich eine Spattlahmheit. Genau. Bei der Lendy ist es so, ich blende euch auch gerne nochmal jetzt das Röntgenbild ein. Ja, wie ihr sehen könnt, hier ist der Bereich des Sprunggelenkes beim Pferd und da sind so Gelenkspalten. Das habt ihr ja auch auf dem Röntgenbild erkennen können. Und diese Gelenkspalten, die sind bei Landlust, normalerweise muss da so ein kleiner Abstand zwischen den Gelenkspalten sein. Und diese Gelenkspalten sind sozusagen schon verknöchert. Das heißt, da sind so Knochenüberstände, da sind so ein paar Knochenwucherungen auch in den Außenbereichen. Und diese reiben auf dem Gelenkknorpel und das führt im Moment zu so einem Entzündungsprozess. Es gibt zwei verschiedene Arten von Spatt. Was genau sie für einen Spatt hat, müssen wir jetzt demnächst nochmal untersuchen lassen. Es gibt den Spatt, wo sich der Knochen mehr oder weniger auflöst und es gibt Spatt, wo das Gelenk nach einer Zeit verknöchert und dann sind die Pferde meistens schmerzfrei. So, das kommt jetzt noch erschwerend dazu. Das heißt, Landlust darf im Moment nicht mehr in engen Wendungen geritten werden. Das heißt, wenn wir Reitunterricht haben, müssen wir den komplett umstellen. Und ich wollte eigentlich dieses Jahr ja mit ihr sogar mal auf eine E-Dressur gehen. Auch das werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal zurückstellen müssen. Und jetzt haben wir wieder einen heftigen Plan mit ihr.
Das heißt, wir müssen sie jetzt anders pflegen, anders versorgen und dazu erzählt euch der Alex jetzt noch mal ein bisschen was. Ja, das heißt, wir dürfen jetzt natürlich wieder neue Medikamente geben für das arme Pferd. Da denkt man einmal, das Futter ist entspannt, nee, nichts da. Mhm. Wir haben jetzt einmal dieses lustige homöopathische Mittel. Also haben wir einmal Rustoxidendron heißt das, da kriegt sie jetzt jeden Tag 5 Milliliter davon. Genau, das kriegt sie einfach in den Mund gespritzt, das ist noch relativ harmlos. Dann haben wir diese lustige Salbe, die wir hinten aufs Sprunggelenk schmieren müssen. Ja. Immer wenn wir kommen, die müssen wir dann wieder abmachen, sobald wir gehen und machen dann dieses, ja, das ist so ein gipsähnliches Zeug. Ja, wie so eine Heilerde, kann man auch sagen. Ja. Ne? Ich zeige euch das dann nachher nochmal, genau. Ich mache das dann nachher nochmal. Das müssen wir dann mit Wasser anrühren, schmieren wir dann da drauf, wenn wir gehen und bleibt dann dran, bis wir das nächste Mal wieder kommen. Dann kriegt sie natürlich hinten wieder ihre Spatzgamaschen drauf, also dass das Gelenk schön warm bleibt. Und wichtig ist jetzt ganz viel, Alex, stehen bleiben oder was macht man bei Arthrose? Nein, stehen bleiben natürlich nicht, das wäre ja kontraproduktiv. Nein, das Pferd muss sich immer bewegen, so viel wie möglich, kann man viel Schritt führen. Natürlich, Wendung sollen wir ja nicht machen, also immer möglichst geradeaus. Man kann mal draußen spazieren gehen. Wir können auch reiten. Wir können reiten, wir können sie aufs Laufband stellen. Longieren, wenn, dann nur ganze Bahn am besten, sonst geht die ja quasi nur die ganze Zeit eine Wendung. Ja. Ja. Und jetzt haben wir uns so gesagt, wir geben uns jetzt erstmal ein Jahr Zeit und gucken mal, wie das läuft, ob man sie in diesem Haltungssystem halten kann. Also wir werden jetzt auch die Paddock-Zeiten halt erhöhen, dass sie halt lange auf den Paddock kann. Und ja, jetzt kommt dann demnächst nochmal unsere Hufbearbeiterin, unsere Huftechnikerin und die wird was machen, Alex? Ja, die wird jetzt speziellen Spattbeschlag drauf machen. Der ist natürlich wieder sehr, sehr teuer, aber das kann man leider nicht ändern. Das ist halt, kalke Pferde kosten Geld, ne? Manchmal wird es ein Fass ohne Boden und deswegen müssen wir jetzt halt gucken, wie wir da gut die Landy managen. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Routine mit Futter machen, mit einreiben und so weiter und so fort. Ja, es sind sehr traurige Nachrichten. Ich hatte halt gehofft, wir wussten ja, dass sie einen nicht so super tollen Röntgenbefund hat, aber ich hatte halt gehofft, dass das erstmal noch so läuft, weil es gibt auch viele Pferde, die haben keinen 1er TÜV und laufen total sauber die ganze Zeit, haben keine Probleme. Aber jetzt nach einem Jahr zeigt sich leider doch die Problematik. Ja, und so schön das auch immer ist mit dir, Anni, ne? Du kannst ja auch gerne ohne mich weiter labern. Ich habe noch was zu tun, ich muss jetzt los. Und ich verabschiede Junge, mich ne? damit. Ne? Hab viel Spaß mit dem Pferd, du kannst das Vieh auch alleine reiten. Der kann so gut dann, ne? schauspielern, Wahnsinn. 'Erde' hier an. Das ist mit so ein bisschen Wasser. Das ist so fast wie so eine Kreidepulver. Und das kriegt die Landlust dann immer nach der Arbeit auf die Sprunggelenke geschmiert. Ich zeige euch das jetzt gleich alles nochmal. Jetzt haben wir die Landlust oder ich die Landlust hier eingeschmiert und ja, jetzt habe ich hier so spezielle Spattkamaschen. Die sind von der Firma Fedimax ohne Kooperation
Und da könnt ihr schon sehen, die sind jetzt ein bisschen älter. Ich habe jetzt auch nochmal Spatzgamaschen nachbestellt. Das ist so ein bestimmtes Gewebe, das nennt man auch Ceratex-Gewebe. Das macht halt so wie so eine Wärmeausstrahlung an das Gelenk, sobald man die halt um das Pferdebein macht. Und die kriegt sie halt jetzt nachts auch noch zusätzlich drauf. Ja, und das ist jetzt die neue Routine sozusagen mit der Landlust. Also ich muss dann jetzt auch noch dem Futter ein paar mehr Zusätze machen, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, meine Lieben, meine Filmcrew hat mich jetzt verlassen und deswegen bin ich jetzt hier alleine in der Futterkammer und es hat sich an Lennys Futterplan jetzt halt wieder ein bisschen was verändert und wird sich auch in Zukunft noch verändern. Also sie bekommt ja immer noch magenschonendes Futter und getreidefreie Pellets. Die habe ich ja hier in der Schüssel schon mal vorbereitet. Und jetzt müssen wir natürlich wieder gucken, dass die Gelenke auch gut ernährt werden. Deswegen habe ich hier von Marstall das Kollagen. Das ist so eine Gelatine, eine reine. Da kriegt sie dann erstmal nochmal wieder 2 Messlöffel dazu. Und dann habe ich hier, das ist von so einer tierärztlichen Firma, Böhringer Ingelheim müsste es sein, habe ich Myoplast. Das ist ein sehr hochkonzentriertes Algenpräparat, um die Muskeln zu lockern und die Muskeln auch weiter im Aufbau zu halten. Denn natürlich braucht das Pferd einen guten Stütz- und Halteapparat. Und da kriegt sie dann auch einmal täglich 2. Das sieht fast so aus wie so Kohle, ne? Und ja, und dann kriegt sie natürlich für ihren Darm weiterhin das Equidigest, das hatten wir euch auch schon mal gezeigt, haben wir vom Tierarzt bekommen. Da bekommt sie dann auch noch 2 Messlöffel. Weiterhin habe ich jetzt auch noch Weidenrindenextrakt bestellt. Davon gibt es dann jeden Tag was aufgebrüht. Das ist zum Entzündungshemmen und das schlägt nicht so auf den Magen wie Teufelskralle oder Ingwer, weil sie ja halt auch noch diese Darmproblematik hat. Und dann wird sie noch MSM bekommen. Das ist so ein Schwefelstoff, der auch für die Gelenke sehr wichtig ist. Leute, die Spattpferde haben, die kennen dieses Glucosamin-MSM-Präparate. Das füttert man bei Spatt auch sehr gerne dazu. Und was man natürlich noch füttern kann, ist hochkonzentrierte Hyaluronsäure. Aber wir werden das jetzt erstmal so versuchen. Ja, das ist die Lendi-Fütterungsroutine, die jetzt neu ist, die Spattroutine. Und wir werden uns jetzt bald wieder bei euch melden, sobald wir unseren Song fertig haben und das Musikvideo drehen werden. Also Leute, bleibt auf jeden Fall dran, aktiviert die Glocke, schaut auch mal bei TikTok und bei Instagram vorbei, da heißen wir auch @korianderflavor. Ja, schade, dass wir euch keine besseren Neuigkeiten von der Lendi berichten konnten, aber wir gucken mal jetzt, wie wir mit ihr weiter klarkommen, wie sie sich so entwickelt, wenn dann der Spattbeschlag drauf ist. Und ich wünsche euch jetzt was, eure Annie.